So wollen wir zu den Tipps kommen. Also ist ein sehr hochinteressanter Spieltag. Nicht? Also für die Leute. Ja gut, jetzt spielt Mainz gegen VW. Also das muss ich ja schon sagen. Also Mainz in Berlin. Die waren die klar bessere Mannschaft da in Berlin. Nicht? Also das muss ich schon, hat mir auch gefallen. Ja gut, und dann haben sie ja so einen anderen, so einen Nordländer, der macht hier ein Tor oder ich weiß nicht, wie der heißt, aber das ist auch unwichtig. Er hat zwei Dinger wieder geknipst so in Berlin. So, und dann zu VW muss ich natürlich was fragen. Unser Bruno, mein Freund, ist wieder am Ball. Ich finde das für Bruno ja entzückend und wunderbar. Eddie und Bruno, alles Gute für euch in Wolfsburg, nicht? Aber das müsst ihr, aber nicht gegen HSV, das weißt du, Bruno, sonst kriegst du Tarek, kriegst du Hamburg-Verbot von mir, ne? Aber Spaß beiseite, VW hat das richtig gemacht, Bruno ist der Feuerwehrmann. Und dann kannst du schon mal sagen, zu 80% steigen sie nicht ab, so sehe ich das. Also, und Bruno macht sich wieder den Koffer voll, ne? Ist auch okay, was soll's. Und kriegt er noch eine Dieselschleuder, auch noch. Ne? Die kriegt er hinterher mit Eddie. Einen schönen TDI, ne? So eine alte Dreschleuder. So, das war dazu. Ja, ich sag Mainz, riecht nach Unentschieden. Aber so wie Bruno Labbadia kennt, er quillt sich ein 1-0. So sehe ich das. 1-0 für VW.